Servus, wir haben es wieder. Eigentlich Bavarian Beer Dudes, der Martin und der Leife. Grüßt euch. Wir haben uns eigentlich halt was Schönes mitgebracht, schön eingepackt in einem kleinen Karton. Das Ganze ist dadurch entstanden, dass wir in den letzten Wochen bei den ganzen Verkostungen der einzelnen Biere und der Brauerei, die wir bisher gewählt haben, hat es bei uns in die Finger ein bisschen gerippelt und dann haben wir auf die Idee gekommen, wir könnten doch mal unser eigenes Bier brauen. Genau, und da braucht man natürlich auch ein wenig Equipment dazu und deswegen haben wir jetzt hier stehen unseren nagelneuer Mundschenk XXL Maischenkessel von der Firma Klarstein. 50 Liter Fassungsvermögen, 3000 Watt Leistungsaufnahme, da geht es richtig was vorwärts und jetzt werden wir demnächst einmal schauen, dass wir unseren Sud brauen. Genau, da wir natürlich für die ganze Thematik Bierbrauen überhaupt keine Ahnung haben, und davon ganz viel, haben wir uns einmal ein kleines Werk bestellt, satte 500 Seiten, feinstes Infomaterial über das Bierbrauen. Und da werden wir uns in der nächsten Zeit einmal ein bisschen einlesen und dann schauen wir, was da rauskommt dabei. Genau, ja, dann ist auch, packen wir mal aus da. Genau. So, wie schaut das Ganze aus? Oben aufliegend der Deckel und das Sieb. Schön extra in Styropor eingepackt, schaut recht gut aus. Hat auch gewicht, stabil, macht einen guten Eindruck. Leitungen und Kleinmaterial extra verpackt. Da ist auch in Ordnung. Und kommen wir zum Wichtigsten, der Kessel selber. Holen wir nochmal raus. Schön Edelstahldesign. Nochmal das Dunkeln. Jawohl. So, dann packen wir diese mal aus. So, dann schauen wir nochmal. Mei, sauber, schon haben wir ja glänzt. Meine Steuerung hat er mit drin, kann man die ganzen Trauschritte programmieren, bis zu 11 Stück. Ja, macht insgesamt einen guten, stabilen Eindruck. Ich glaube, da können wir mal probieren, dass wir erst einmal ein gescheites obergäriges aufsetzen. Genau, das wird unser erstes Ziel sein. Und dann schauen wir, vielleicht kommt noch IPA oder wenn es ganz gut läuft, noch untergäriges Hölz dazu. Braucht man das gewisse Equipment noch dazu, aber Martin und ich werden fleißig. Genau. Wir werden das in der nächsten Zeit schon bringen. Das haben wir heute noch am Laufen, was genau. Die Zukunft so bringt. Sagen wir euch, wie es schmeckt, bestimmt gut. Genau, seid gespannt. Es wird noch nicht die letzte Neuigkeit oder Überraschung sein. Wir haben noch ein bisschen was auf Lager. Genau, in Kürze gibt es wieder mehr von uns. Genau. Dann würde ich sagen, auf eine spannende Woche. Genau. Und wir sehen uns wieder bei. Für euch. Servus.